Auf dem Frankenschnellweg kam es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war zwischen Fürth-Poppenreuth und Nürnberg-Fürth an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde er schwer verletzt. Verursacht wurde der Stau mutmaßlich durch Menschen, die sich auf der Fahrbahn festgeklebt haben. Eine von insgesamt drei Protestaktionen heute Morgen in Nürnberg. Gegen 7 Uhr hatten wir die erste Mitteilung, dass sich 4 Personen auf die Fahrbahn am Frauentor Graben begeben haben auf Höhe der Lessingstraße und davon haben sich 3 Personen festgeklebt. Und gegen 7.30 Uhr dann die dritte Aktion im Bereich vom Plärrer, da haben sich 6 Personen auf die Fahrbahn der südlichen Fürtherstraße begeben und 3 Personen haben sich dort festgeklebt. In den letzten Wochen haben sich Klimaaktivisten immer häufiger auf Nürnbergs Straßen festgeklebt und so den Verkehr behindert. Andere Städte wie beispielsweise München oder Stuttgart gehen dagegen schon länger mit einer Allgemeinverfügung vor. Seit heute gibt es die auch für Nürnberg. Weil bei uns auch die Proteste im Nachhinein erst entstanden sind. Also diejenigen Städte, die damit unmittelbar konfrontiert waren, sind früher dran, das ist richtig. Bedeutet aber natürlich auch, dass sie für so eine Allgemeinverfügung schon eine gewisse Erfahrung haben müssen. Sie machen ja eine Prognose in die Zukunft. Und wenn sie diese Prognose machen wollen, brauchen sie einen gewissen Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit. Durch die Verfügung können nicht nur die Organisatoren der Proteste belangt werden, sondern auch die Teilnehmer. Es drohen teils hohe Strafen. Seitens der Polizei wird der Sachverhalt an die zuständigen Behörden geleitet. Und in der Allgemeinverfügung wäre für die Teilnehmer ein Bußgeld in Höhe von 3.000 Euro angedroht. Bisher hat die Allgemeinverfügung noch nicht ihren gewünschten Zweck erfüllt. Es kam trotzdem zu Vorfällen. Die Regelung in der Norris soll zunächst bis zum 31. Juli gelten. Solange wollen Stadt und Polizei die Situation beobachten und bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.